instrumentenmäßig. Fahrtmesser für die Geschwindigkeit, siehst du hier. Ja, das ist also aber in Knoten angezeigt. Das ist also bei uns üblich. Umrechnung ist die nautische Meile 1,852. Mhm. Ganz grob. 90 Knoten Start und Landen. 110 Knoten Anflug oder Steigflug, ja, an die Bahn. Und dann 150 Knoten Reiseflug. Also die drei Geschwindigkeiten merkst du dir einfach mal. Mhm. Der künstliche Horizont ist dann halt nachher dann auch, wenn du keine Sicht zum Horizont hast, dass du dann halt trotzdem sehen kannst, wie du dann liegst. Der zieht sich gleich noch gerade, wenn die Motoren gestartet werden. Dann haben wir unseren Höhenmesser, damit wir wissen, wie hoch wir sind.
Achterbahn langsam konzentrieren und immer weiter Gas rausnehmen. Immer weiter Gas rausnehmen, Nase hochziehen ein bisschen und schön halten. Genau, immer schön schweben. Schweben, schweben, schweben. Schön schweben lassen. Und so, kurz die Nase hoch, Gas ganz raus jetzt. So absetzen kannst.